Ja, servus Leute. Ja, wie ihr seht, der Frühling ist auch endlich bei uns da. Aber was mache ich? Nichts Besseres, als mir mein neues Winterauto zu kaufen. I'm a lunatic. Ich hoffe, man versteht mich, denkt schon. Wie wir sehen, hier ein wunderschönes Exemplar eines Kompaktes. Warum wieder kompakt? Ganz ehrlich, war günstig, muss ich sagen. Das ist doch jetzt irgendwie von Abonnenten. Ja, von einer Abonnentin. Das ist dieses Fahrzeug hier aus der Nähe. Habe ich mal angeschaut, jetzt kommt halt erstmal drauf an. Ich schaue, muss mir jetzt erstmal von unten anschauen, genau. Ich weiß auf jeden Fall, Wagenheberaufnahmen sind zu machen. Aber wenn er sich jetzt doch nicht rentiert, wird er geschlachtet, weil das sind ein paar Teile, die bräuchte ich vielleicht auch so. Und dann wird er doch ein anderes Auto hergeholt. Aber ich denke es mal nicht, oder ich hoffe es mal nicht. Ich wollte ihn eigentlich schon noch ein zweites Leben wieder geben. Ja, wie wir sehen, es ist ein Facelift-Modell. Erste Zulassung, habe ich vorhin gelesen, 98. Irgendwas. Genau, weiß ich jetzt sagen, ich glaube, Juni oder Juli 98. Ja, schön auf Stahlrennen mit Plastik-Seitenschwelleransatz. Ja, nichts Wildes, nichts Großes, einfach ein Kompakt. Ein bisschen tiefer ist er, glaube ich. Ist er eingetragen, irgendwas 40-60 Fahrwerk ist das, glaube ich. Mal schauen, vielleicht lasse ich das sogar. Ich denke mal, vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Tja, wie man hört, es sieht, wie man es hört, läuft er schon. Schmutz schon. Nein, was ist es? Ah! Ja! Das da ist es. Das ist ein 318 Ti. Ja, ich habe jetzt lang geschaut. Auch muss ich ehrlich dazu sagen, eigentlich wollte ich eine Limousine 320, aber dann kam uns der, sagen wir mal, in die Hände geflogen. Eigentlich in die Hände geflogen und dann dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf, kompakt. Doppelnocke, was will ich mehr? Da ist 320 eine lahme Krücke dagegen, muss man ehrlich sagen. Ist leider so, auch wenn es viele nicht verkraften. Auch wenn es ein Sechszylinder ist. Ist einfach zu schwer und zu träge. Ja, jetzt schalten wir ihn erstmal aus. Meistens läuft er hier noch 5 Stunden. Ja, das ist ein schönes Geräusch. Wo wir jetzt schon am Heck gesehen haben, dass es ein M44 ist, machen wir jetzt aber die Haube vielleicht auf. Die war eigentlich auch noch recht. Ja, ein bisschen Steinschläge und so hat sie schon. Ja, wie wir hier im Innenraum sehen, ein handelsüblicher M44 aus dem Baujahr 97, würde ich jetzt mal behaupten. Oder 98 Anfang. Ja, viel brauche ich glaube ich nicht dazu sagen. Haben wir ja schon mal so einen Motor halbwegs hergerichtet. Wie man auch sieht, ist auch hier Kettenkasten undicht. Das heißt, ich darf auch bei dem Abdichtarbeiten vornehmen. Ja, weil ich will den ja doch noch, wenn ich nachher richte, wegen länger erhalten. Ja, wie wir auch sehen, was sehen wir hier alles wegen? Sind die Domlager langsam ausgerissen. Einen kleinen Waschbehälter, das müssen wir mal ändern. Müssen wir schauen, ob wir noch einen 5 Liter haben. Ja, dann brauchen wir einen 5 Liter Behälter, weil damit kommst du nicht weit. Ja, was hat er noch an Features? ASC hat er. Kann man da lesen? Sieht man hier. Leider ist es kein Geruchsfernseher, damit man auch riechen, dass die vordere Bremse ein bisschen fest ist. Das hätten wir filmen sollen, wo das gequalmt hat. Ja, weil bei Herfahrt bin ich jetzt 10 Kilometer bis hierher gefahren, wollte wegen die Bremsen einbremsen. Ja, am Anfang ging es, dann wo ich aber ein bisschen über 100 drauf hatte, hat es leichtes Stinken angefangen und das hat man auch gesehen. Vorne links fest die Bremse. Ist irgendwie bei die E36 bei mir. Hatte ich bis jetzt normal. Bei dem auch schon. Das ist Kompaktkrankheit. Wenn sie einen 1,9er Motor haben, muss vorne links auch die Bremse fest sein. Du bist aber ganz schön zügig unterwegs. Ja, wie gesagt, Motorabdichtung, KGE wird wahrscheinlich gleich mitgetauscht, ist ja logisch. ASC hat einen Fehler drauf. Oder halt wollen wir noch auslesen? Wollen wir noch auslesen, das kann man eigentlich auch gleich dann machen. Also die Vorbesitzerin hat gemeint, das ist Dings.
Vorbesitzerin ABS. Hat gemeint, das ist ABS-Sensor. Werden wir sehen. Ja. Ja, was hat er noch an Ausstattung? Nicht viel. Halt Facelift. Keine Nebel. Das Nierenblech sieht noch nicht so schlecht aus, außer an die Kanten bisschen, ja, wo es gearbeitet hat. Aber das ist bei dem da genauso. Keine Nebel. Ist meinerseits jetzt auch nicht so schlimm, aber vielleicht rüsten wir welche nach. Komm, ich komm für dich. Ja, vielleicht rüsten wir welche nach, vielleicht auch nicht. Weil sagen wir so, alles was nicht dran ist, kann der TÜV nicht bemängeln. Und nicht kaputt gehen. Und kann kaputt gehen. Das einzige, was er kriegt, sind andere Scheinis. Andere Scheinwerfers. Vor der Limousine habe ich ja noch ein paar übrig. Hm. Ja. Und zum Backofen mal für innen zeigen. Ja, mir hier Türkante rostet. Übelst. Ja, da werden wir wahrscheinlich eine neue Tür reinmachen. So wie es aussieht. Mhm. Oh, gerade kommt wieder so Bremsenschwall. So, was hat er an Features? Eigentlich nicht viel. Schöne, abgeschmierte Stoffsitze hat er. Halt ausgeblichen. Dieselbe Ausstattung hatte ich schon mal in meinem Kompakt schön blau ausgeblichen. Ist leider Krankheit nach ein paar Jahren. Ist halt jetzt Asche, 20 Jahre altes Auto. Oder es wird noch. Ist noch keiner 20. Ja, was haben wir hier? Buslenkrad mit Leder. Haben wir hier. Willst du mal zeigen, wie viele Kilometer der auf der Uhr hat? Kann ich zeigen. 209. Sieht man das? So sieht man es. Der hat genau 100.000 weniger drauf als der in der Limousine. Muss man mal dazu anmerken. Hm. Ja, was hat er noch? Klimaanlage hat er. Die auch funktioniert. Gerade getestet. Gerade getestet, die funktioniert. Das hat mich selber verwundert. Ein Schiebedachhammer. Das sogar geht. Das auch funktioniert, sehen wir gerade. Ich hoffe, das geht jetzt wieder zu. Servus. Macht zwar schon komische Geräusche hier vorne. Geht das auch? Ja, das geht. Geil. Ja, Schiebedach. Abblendbaren Innenspiegel haben wir. Mit Funk-ZV. Mit Funk-ZV, ja. Schau, wegen abgeranzt, aber ich habe ja so Knöpfe schon zu Hause, das ist gut. Ja. Wie gesagt, ABS ASC leuchtet, da müssen wir mal gucken. Wenigstens kein Airbag-Fehler ist, wundert mich schon mal. Ja, was hat er noch? Sitzheizung hat er. Bobo, Anwärme. Das ist sogar schön. Das finde ich für den Winter optimal, weil du hast eine Klimaanlage. Wenn er innen anläuft, kannst du die Klimaanlage anmachen, trocknen in den Innenraum und du kriegst keinen kalten Arsch. Das sind nur mal zwei so Features, die gut sind. Was er halt leider nicht hat, ist ein Bordcomputer, aber das interessiert mich jetzt eigentlich auch herzlich wenig. Warum, weshalb, weswegen, werdet ihr vielleicht irgendwann noch sehen. Steht es im Sommer. Ich habe hier eine Spinne, einen Mitfahrer. Die läuft gerade. Die kommt gerade, meldet sich an, dass er mit will. Ja, was haben wir noch? Ja, ASC habe ich schon gesagt. Sein schicken, jetzt. Schicken, hässlichen Alpine-Radio. Der quält mir überhaupt sehr, der passt da nicht rein. Der wird auf jeden Fall auch rauswandern. Das den kann man verkaufen. Ja, den verkaufe ich auch. Also wer den will, kann gerne kaufen. Den brauche ich nicht. Ja. Ich sehe gerade, wir haben das Innenlichtpaket. Was war hier los? Hm. Da ist so Sonnenblende, kriegt man auf jeden Fall noch. Ja, wie, was haben wir halt noch standardmäßig? Beifahrer-Airbag und Seiten-Airbag haben wir an Bord. Hm, weil 97, nee, 98. 98? Boah. Das riecht immer noch so. Machen wir noch eine Bremse, geil. BMW-Kappen auf Stahlfelgen haben wir an Bord. So. Eine Heckklappe, die wunderbar aufgeht. Hatte ich noch nie beim Kompakt, dass die so wunderbar aufgeht. Hast du das gesehen gerade? Mhm. Ja, was haben wir noch? Huderplage, die ist ein bisschen mit in Mitleidenschaft gezogen. Die kannst du gleich da reinhauen. Ja, die können wir eigentlich gleich Sondermüll, weil hier. Kaputt. Sondermüll. Da haben wir ja noch eine. Sondermüll. So, Sondermüll ist weg. Ja, was haben wir jetzt? Was habe ich noch dazu bekommen? Auf jeden Fall Rost. Der ist inklusive. Ja, das wird ausgeschnitten, eingeschwarzt, gescheit neu. Arschlecken. Ja, was haben wir dann noch? Hässlich getönt. Also eigentlich ist sie schön getönt, muss man sagen. Außer also beim Macken. Aber die kommt raus. Doch, viel Spaß. Die muss raus. Ich mag das nicht. Ich will keine Folie. Das kriegen wir schon irgendwie raus. Ja, die kommt raus. Dann wie ich gerade ziehe, ah hier ist er kaputt, drüben nicht so ganz. Hm, da hätte ich glaube ich noch welche rumliegen. Aber da ist irgendwie, ach da ist irgendwo Klebezeug drauf, egal. Ach, dass es nicht vibriert hat. Hm. Das ist aufgelegt. Ja, was habe ich noch dazu bekommen? Eine rote Stoßstange, Nierenblech und Frontträger. Hm. Das haben wir geschenkt gekriegt, genauso. Ja, was heißt geschenkt? Die Alufelgen waren dabei. Die haben wir dazugekriegt. Die haben wir dazugekriegt, sagen wir es so.
Die Alufelgen im E30-Style finde ich sogar sehr geil. Vielleicht wären das die Winterfelgen. Aber eigentlich will ich die Winterfelgen machen. Das sind Styling, schlag mich tot, keine Ahnung gerade. Ich wusste es auf jeden Fall mal, weil ich schon nachgeschaut habe. Das ist auf jeden Fall 7x16. Das sind eine 16er. 16 und die wollte ich jetzt eigentlich im Winter aufmachen dann. Ja, weil Stahlfelgen schauen schon aus, weiß nicht. Ja. Die wollte ich jetzt im Winter aufmachen, weil rein theoretisch ist es nur ein reines Winterauto. Soll nichts anderes sein. Vielleicht, wenn der 2.8er demnächst rollt, bin ich überlegen, ob ich den dann mal zwischen zwischen der Limousine, weil die muss dann nochmal zerlegt werden, weil ja ein paar Sachen noch gemacht werden. Wo ich schon im Infovideo eigentlich gesagt habe. Ja. Genau. Weil der vielleicht sogar schon im Sommer angemeldet wird, halt, weil er ja noch ein halbes Jahr TÜV hat, muss man auch mal sagen. Ja, das stimmt. Der hat noch bis September TÜV. Oder fast ein halbes Jahr. Wenn wir es doch sehen, ja. Ja, ist nicht mehr ganz ein halbes Jahr, aber egal. Heckklappe Rostar sehe ich gerade. Ja gut, da hätte ich noch eine. Das ist gut. Was wird in der Farbe? Ist wurscht. Die Farbe ist eigentlich wurscht. Nach dem Winter. Ne? Ja. Also wenn er es vom Unterboden her überlebt. Ja, weil wir machen nämlich erst... Wie soll ich sagen? Ich habe ihn schon grob angeschaut, aber ganz unten drunter konnte ich jetzt nicht hundertprozentig gucken. Ich denke mal, das werden wir irgendwann mal demnächst machen als Bestandsaufnahme von diesem Kfz. Ob es sich noch rendiert oder nicht. Und zu der Bestandsaufnahme wird auch definitiv der einiges innen leer sein, weil wenn er sich lohnt, wird der Schweller geschweißt, gemacht und dann, ja. Also das war jetzt von innen. Ja. Mit Zusatz. Kennzeichen. AP habe ich auch. 60 drin. Vorderachse, 60 Hinterachse. Also gleich. So. Das wird aber drin bleiben. Vielleicht ein paar straffere Dämpfer noch, weil ich bin gefahren und die Stoffisten waren so jetzt nett. Das sind die Serrendämpfer. Da werden vielleicht ein paar straffe Dämpfer reinkommen und dann war es das. Dann lasse ich das so. Was will ich denn da tiefer fahren? Für den Winter vor allem. Sieht doch halbwegs ordentlich aus, hätte ich gesagt. Weil groß Geld reinstecken will ich jetzt nicht. Ich will nur grob noch ein wenig halt Bremsen machen, so Verschleißteile, die den Rost an den Schweller machen. Der Rost wegen dem Radlauf grob wegen beseitigen. Und das war's dann auch schon. Dann kann der quasi angemeldet werden. Soll er eigentlich nur Winterauto sein. Schrägstrich Daily. Dass ich einen 2.8er nicht jeden Tag fahren muss. Weil der 2.8er eigentlich nicht jeden Tag fahren muss, sagen wir es mal so. Soll nicht Kilometer kriegen. Ja, der soll keine so eigentlich Kilometer kriegen. Deswegen habe ich jetzt ihn hier. Was für einen, wie man am Taufen. Dann mal gucken. Das wäre mein der Larry. Charlies kleiner Bruder, Larry. Nee, keine Ahnung. Eigentlich ist das der große Bruder mit dem Motor. Eigentlich ja. So. Ja. Gut. Das war's, würde ich sagen. In diesem Sinne haben wir euch mal kurz was vorgestellt. In den weiteren Videos werdet ihr sehen, ob er es leben darf oder ob er es abgeben muss. Werden wir sehen. Aber ich hoffe, er darf weiterleben, weil ich will ja den eigentlich schon herrichten. Habe ich irgendwie schon Bock drauf. Ja. Und was ich gekostet habe, sage ich euch nicht. Das ist jetzt mein Betriebsgeheimnis. Nee. Spaß. Phil hat er nicht gekostet, sagen wir es mal so. Sonst hätte ich ihn ja nicht genommen. Auf jeden Fall weniger als der Motor wäre es. Ja. Richtig, und wenn ich jetzt noch sagt, ich verkaufe, wenn ihr jetzt wirklich nichts mehr an, ich verkaufe Funk ZV und den Scheiß. Hätte ich wieder drin. Hätte ich es auf jeden Fall wieder drin. Gut. Ja, das war's jetzt in diesem Sinne. Macht's gut, servus, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Hier. Und ja, ich verramme jetzt das Ding da hinten rein, dass es sicher steht und dann durch Miché halt noch in der Sonne aufhalten. Also, servus, ciao. Willst du noch was sagen? Ja. Okay.